Also einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8:31 Uhr. Wir starten mit einer wunderschönen guten Morgen aus Hamburg erstmal. Mein Name ist Carlos Martins. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor und wir starten mit einer 20er Box. 0,01 zu 0,01, das ist die kleinste Positionsgröße. Und wir blicken hier auf die Blue Boxen, die gestern da waren. Also die kleinste, die ich da sehe, waren die 44er. Also wir haben sehr, sehr große Volatilität am Markt nach wie vor. Die Vola Box kommt rein bei 13,7. 91, das heißt, wir sind knapp bei der Vola Box auf dem Kursniveau. Auch hier arbeiten wir mit 20er Boxen. Und dann geht es direkt mal rein in die Trades. So, und fangen an mit Bitcoin auf Daily. Bitcoin auf Daily Long, 4 Stunde Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 auch Short. Nächster Markt, hier ist dann der Dow Jones. So, Dow Jones auf Daily Short, 4 Stunde Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. S&P 500. Daily sind wir Short. 4 Stunden sind wir auch Short, Stunde sind wir Short, 30 sind wir Short, 15 sind wir Short und 5 auch. 5 Minuten auch Short. Technologiebörse Nasdaq. Daily Short. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch. Kommen wir zu Öl. Daily Long. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 auch. Gold, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 auch. Und DAX 40, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 und 5. Minuten geht's long und wir haben ein Long-Signal direkt MTX. So, ups. Okay. Dann gehen wir dort rein. Long-Signal MTX. Auch hier eine 20er Box. Einstieg und los geht's. 19,5. Es ist 8:35 Uhr. So, eigentlich haben wir gestern die Lehren gezogen, dass wir vorbörslich aufpassen sollen. So, das heißt, ich nehme meine MTX-Position mal raus hier und die Big Number 13,8 werden wir auch erstmal ab. Wir sind da schon raus. So. Big Number
Der Eröffnungstrade ist hier in den Gewinn, aber wir warten tatsächlich jetzt bis 9 Uhr ab. Ja, wir haben gestern gemerkt, bei diesem Eröffnungstrade wird es dann auch von den Spread-Erweiterungen, was eigentlich nicht sein sollte, aber durch diese Hypernervosität. Also, der Eröffnungstrade ist in den Gewinn gelaufen und wir warten tatsächlich mit dem Trading so ein paar Minuten nach 9 ab, damit wir hier keine bösen Überraschungen kriegen. Ja, wenn das alles wieder normal ist, dann könnte man hier auch wieder den Trade platzieren, ganz normal. Ja, also erster Trade ist heute Morgen in den Gewinn gelaufen. Das ist dann für unser Videotagebuch der Short Trade. Ja, und beim MTX sehen wir hier, wäre jetzt der zweite Trade mit einer 20er Box auch in den mehr oder weniger noch nicht ganz in den Gewinn gelaufen, aber mit einer 15er Box definitiv. Also warten wir ab bis zur Markteröffnung. So. Dann verabschiede ich mich bei den YouTubern. Ja, der Eröffnungstrade, die Big Number, die wir platziert haben mit einer 20er, ist hier in den Gewinn gelaufen. Und wir hören uns dann morgen wieder. Wir machen jetzt ganz entspannt im Live-Trading-Raum weiter. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken. Also habt Erbarmen mit mir, wünsche euch gute Trades, bleibt gesund.